Ja, und ich stelle mal klar, hier gab es kurz Verwirrung zum Top 11a, hat die Fraktion Die Linke mit Nein gestimmt. Mit Nein. Ja, da gab es Verwirrung, deshalb sage ich das hier gleich nochmal. So, aber jetzt zum Top-Bahnflächen. Ich bin ganz gespannt. Es ist ja eigentlich schön, dass wir über Stadtentwicklung mal so ausführlich reden können. Und ich bin gespannt auf Ihre Argumente zu unserem folgenden Antrag. Berlin ist durch die Eisenbahn im Wortsinne groß geworden und auch mit Abstrichen bestimmt die Bahnstruktur, die Stadtstruktur noch heute. Und sie nimmt erhebliche Flächen ein in unserer Stadt. Wir werben deshalb für eine sachliche Auseinandersetzung mit unserem Antrag, weil Flächen in Berlin eben begrenzt und zunehmend unter Druck sind. Bahnflächen stellen ein erhebliches Potenzial für die Stadtentwicklung dar, für einen nachhaltigen Verkehr, genauso wie für Grünvernetzungen auch als Bauflächen für Infrastruktur oder Wohnen. Der Senat weiß aber wenig über Bahnflächen. Er hat keinen Überblick über verkaufte Bahnflächen. Obwohl der Ausverkauf von Bahnflächen, also ehemaligen öffentlichen Vermögens, in Größenordnung stattfindet. Sogenannte nicht betriebsnotwendige Flächen wurden vom Bund schon vor Jahren privatisiert und finden sich jetzt bei illustren Projektträgern wie CA Immo, Grothgruppe und Krieger mit diversen bekannten Konflikten. Die bundeseigene Bahntochter DB Immobilien hat in Berlin in den letzten 10 Jahren zusätzlich, sage und schreibe, 1,6 Millionen Quadratmeter Fläche verkauft. In den kommenden Jahren sollen weitere 1,2 Millionen hinzukommen. Die Bahn stimmt ihre Überlegungen zum Verkauf bislang allerdings nur in ausgewählten Einzelfällen mit Berlin ab. Im Konfliktfall steht Berlin nur der Klageweg offen. Welche Bahnflächen bzw. Grundstücke dies bislang gewesen sind oder sein werden, also die, die da zum Verkauf stehen oder verkauft worden sind, dazu gibt es nur Angaben zu Flurstücken und Kilometern, die kein Mensch verorten und verstehen kann. Meiner Bitte um eine Karte konnte der Senat nicht nachkommen. Auf meine Frage, ob ein Kataster existiert, antworten Senat und DB mit Nein und verweisen auf die hoheitliche Aufgabe des Eisenbahnbundesamts. Das wiederum teilt mit, dass ein Kataster von Bahnflächen nicht existiert. Es gibt diverse Beispiele für Konflikte zwischen Bahn und Berlin. Der Senat hat sich in mehreren Fällen gegen die Entwidmung von Bahnflächen ausgesprochen. Die Flurstücke sollten bahnaffinen gewerblichen Nutzungen vorbehalten bleiben, was übersetzt so viel heißt wie Produktions- und Logistikstätten mit Gleisanschluss. Dem ist das Eisenbahnbundesamt aber nicht gefolgt. Die Entwidmung erfolgte gegen das Votum des Senats. Angesichts der Flächendimension und der Bedeutung für die wachsende Stadt haben wir nun nach etlichen Anfragen diesen Antrag formuliert, zunächst mit einer ganz einfachen Forderung. Alle in Berlin befindlichen Bahnflächen sollen in einem Kataster erfasst, kartiert und veröffentlicht werden. Das ist doch mal was ganz Einfaches. Als zweiter Schritt soll der Dissens zwischen Bahn und Berlin aufgelöst werden. Es soll Einvernehmen hergestellt werden zwischen EBA und Land Berlin im Falle von angestrebten Entwidmungen. Vorbild für Berlin könnte hier übrigens Thüringen sein. Im Jahr 2010 haben sich der Freistaat und die Bahn über eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung nicht mehr betriebsnotwendiger Bahnimmobilien verständigt. Thüringen hat mit der Bahn eine Organisationsstruktur vereinbart und nimmt die erforderlichen organisatorischen und administrativen Aufgaben vorausschauend wahr. Da kann Berlin etwas lernen. Als dritten Schritt soll das Land prüfen, ob es nicht selbst ehemalige Bahnflächen für Verkehrszwecke übernimmt. In einer Stadt, die führende Smart City Europas werden will und in der der Vermeidung von Schwerlastverkehr, dem stadtverträglichen Lieferverkehr und einer intelligenten Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsträger eine hohe Bedeutung zugemessen wird, sind Bahnflächen, die die DB nicht mehr will, strategisch wichtig. Auch für andere Verkehrsarten, zum Beispiel für den Aufbau von Schnittstellen, für multimodalen Verkehr, zum Beispiel auch meinetwegen für den Umschlag mit Lastenfahrrädern. Und abschließend kommen wir zur Frage, wie mit entwidmeten Bahnflächen umgegangen wird, die künftig so oder so nicht mehr verkehrlich genutzt werden sollen. Der Freistellung von Bahnflächen folgen heute in der Regel die Vermarktung und die Spekulation mit Grund und Boden. Obwohl kommunale Planungshoheit besteht, darüber haben wir ja gerade ausführlich geredet, wie toll Berlin plant und vorausschauend und so weiter, und natürlich auch im öffentlichen Interesse neue Entwicklungsziele definiert werden können. Aber Senat und Bezirke kommen nicht hinterher und scheuen häufig den offenen Konflikt mit neuen Eigentümern.
Nicht selten ist auf ehemaligen Bahnflächen wertvolles Stadtgrün entstanden, das mit anderen Flächen zu Grünzügen verbunden werden kann. Um künftig diese Potenziale ehemaliger Bahnflächen für eine soziale und ökologische Stadtentwicklung zu nutzen, müssen Senat und Bezirke tätig werden. Stichworte sind hier Vorkaufsrecht, Satzungen nach § 25 Baugesetzbuch, B-Pläne, ja, leider auch hier B-Pläne, Transparenz und Bürgerbeteiligung. Es würde sich lohnen. Vielen Dank. Vielen Dank.